Da sind wir wieder bei Let's Play Uncharted 2 Among Thieves. Und dort unten haust Zoran Lazarevic und den müssen wir jetzt vernichten, bevor er den Stein bekommt. Denn dieser Riesenbaum hier bewirkt wohl das Geheimnis nach Shambhala, der Chintamani-Stein. Und wir haben gesehen, was für eine Macht dieser Stein hat. Das wird der Hammer und wenn Zoran diese Macht bekommt, das wollen wir wirklich nicht. Ja, Elena und Chloe hauen jetzt ab, denn Chloe und, ja, oder eigentlich nur Elena wurde extrem getroffen von einer Granate und sie muss jetzt schnell raus und wir opfern uns quasi, denn wir wissen nicht, ob wir wiederkommen oder nicht. Na dann, wollen wir mal los. Ab ins Verderben. Mine. Sorry, pal. You're not my type. No. No, no, no. You have got to be kidding me. Der Sack lebt noch und jetzt muss ich meine Taktik hier machen. Das hat immer funktioniert, aber die ist nicht ganz so einfach und der Typ haut jetzt richtig rein, denn wir haben ja gesehen, der ist irgendwie unsterblich. Und wir haben jetzt natürlich keine Ahnung, wie können wir den denn jetzt besiegen. Man muss hier die ganze Zeit jetzt im Kreis laufen und immer warten, bis er an so einem Harz vorbeiläuft. Normalerweise funktioniert das ganz gut. Müssen wir allerdings gucken, wo der herkommt. Oh, ich bin immer richtig angespannt hier, weil ich einfach weiß, wie krass der Typ ist. Der ist nämlich extrem krass. Und der kann das Harz natürlich auch gegen uns verwenden. Das ist jetzt der fette Endkampf hier und der hat es auch echt in sich. Wow. Okay, jetzt muss ich hier weg. Oh Mann. Jetzt muss ich echt hier weg. Oh Gott. Der mit seiner doppelläufigen Schrotflinte, ey, der macht uns ja sofort kalt. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ich glaube, ich hitte den nur so leicht an, aber ich erwische ihn nicht also sehr stark. Ah, komm mal her. Ja, schön. Komm her, du Sau. Na, komm schon, komm schon. Jawoll. Oh, wir haben ihn angehittet. Warnung, Witzmann. Hey, ganz ruhig. Oh, verdammt. Jetzt haben wir ihn nur noch saurer gemacht. Oh, verdammte Kacke. Oh, ich weiß, dass der nachher noch richtig ausrastet. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Oh Mann, Mann, Mann. Bitte nicht. Oh, der Fight war damals schon so schwer. Oh Gott. Was ist er denn? Oh, jetzt. Ja, jetzt. Oh Gott. Der Baum. Oh Gott. Der wird immer mehr kaputt. Ich glaube nicht, dass das so gut ist, wenn wir die ganze Zeit alles explodieren lassen hier. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Ja, komm her, komm her, komm her. Okay, wir haben ihn erwischt. Jetzt schnell weg hier. Ja, noch läuft ja alles gut, aber der muss uns nur einmal stark erwischen und dann sind wir weg. Das ist das Problem. Versucht ihn mal immer an den gleichen Stellen zu triggern hier.
triggern, hitten, was sind heute los? Ich rede ja nur in der Gaming-Sprache, was auch immer. Normalerweise bin ich so ein Typ gar nicht, der die Sprache so fast benutzt, aber... Oh, Hilfe! Ach fuck, da ist kein Harz. Oh, Entschuldigung. Er meinte natürlich, verdammt, da ist kein Harz. Ja, genau, stell dich wie ein Mann, willst du mich verarschen? Das ist doch voll der unfaire Kampf und dann redest du hier von Mann sein. Ja, ja, genau. Verarschen kann ich mich gleich selber. Wo ist er denn? Oh, das ist mal ein Grusis, wenn man nicht weiß, wo der ist. Der kann so gefährlich werden. Wo ist der denn? Ah, da ist er. Da ist ja unser Freund. Ah, nein, 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 ich will jetzt nicht sterben. Oh Gott, ist der nah dran, verdammt. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich weg. Ja, komm doch her. Du kannst doch eh nix. Komm her. Wo ist der? Da. Damn, in your face. Jawoll. Oh Mann. Nein, 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 komm hoch da. Nein, hoch. Oh, verdammt nochmal. Nate, lass mich jetzt nicht in den Stich hier. Oder besser gesagt, die Steuerung sollte mich jetzt nicht in den Stich lassen. Auch wenn sie jetzt nicht besonders anspruchsvoll ist. Sie hat so ihre Tücken. Okay, ich habe ihn noch mehr erwischt, aber das hat ihn, scheint ihn wenig zu interessieren. Und der ist schon wieder sehr dicht hinter uns dran. Ah, der ist sehr dicht hinter uns dran. Das kann jetzt sehr schnell ins Auge gehen. Oh Mann, ey, ich bin voll aus der Puste hier. Wovon? Mein Gott. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit so schnell rede ohne Pause. Was weiß ich. Na, wo ist er denn? Ah, der kommt doch jetzt bestimmt wieder hierher, oder? Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Der unsterbliche Soran Lazarevic. Ja, wir haben ihn wieder erwischt. Ja, er geht zu Boden. You will not stand in the way of destiny. Okay, ich hau ja schon ab. Oh Gott. Okay, er wird noch aggressiver. Ach ja, genau. Der kann ja auch seine Granaten werfen. Die hab ich völlig vergessen. Ja, und ihr merkt schon, hier fängt alles an zu vibrieren. Das ist nicht so gut, denn... ja, hier stürzt offenbar alles ein, so wie es scheint. Hier ist schon alles am Vibrieren, das ist nicht gut. Wir sollten aufhören, auf das Harz zu schießen, weil wir brauchen ja das auch, das Harz. Oh Mist, wo ist der? Oh mein Gott, ist der nah dran. Ah, geh weg. Okay, ich habe ihn, glaube ich, einmal erwischt. Bitte jetzt nicht schießen. Okay. Ich habe immer Angst, wenn ich an Harz vorbeigehe, dass er das dann triggert und dann... war's das. Ich glaube, wir haben ihn nicht erwischt. Wo ist der denn? Ich glaube, der hat sich selber erwischt, der Idiot. Komm, 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 komm. Oh Gott, Granaten! Oh, weg, weg, weg! Oh, der ist sehr nah dran. Der ist sehr nah dran. Ich hab hier seine dreckigen Granaten. Komm schon, ich muss mich heilen. Verdammt nochmal. So gut heilt man hier selbst, ey. Aber manchmal wünsche ich echt, dass wir so ein Spiel nochmal einfach in so einen Trank nehmen, dann ist wieder alles gut. Ja, wo ist er denn jetzt? Ah. Da ist mein guter Freund. Gut, guter Freund ist natürlich relativ. Oh, aber bis jetzt oh, läuft es ganz gut. Ja gut, ich habe das Spiel schon einige Male durchgespielt. Aber als ich das erste Mal durchgespielt habe... Oh Leute, da war ich hier am Verzweifeln. Das war auch gerade mal mein drittes Spiel auf der PS3 oder so. Und da hatte ich... ja, da hatte ich echt Probleme, weil ich so Bossfights noch nicht gewohnt war. Oh, oh, der ist schon wieder sehr nah dran. Oh, Soran, das ist aber auch ein Tier, ey, der Typ, wirklich, mein Gott. Der Nate ist ja ganz gut durchtrainiert, aber der Typ, ey, meine Güte. Der hat's ganz schön in sich, wo ist er denn jetzt? Ah, wo ist der? Ah, der ist ja direkt da. You're going to die here? I think you die here. Verdammt nochmal. Ich werde dafür sorgen, dass du hier stirbst. Wo ist er denn jetzt? Der kommt mir gar nicht mehr hinterher, habe ich das Gefühl. Der läuft einfach nur willenlos hier durch. Ah, ja, komm mal hierher, mein Freund. Ja, oder da, das geht auch. Ich habe ihn wieder erwischt. Wann gibst du endlich den Geist auf? Okay, jetzt rastet er richtig aus. Oh, okay, ja, da kann ich mich dran erinnern. Das meine ich. Jetzt rastet der Typ nämlich richtig aus und jetzt haben wir ein richtig krasses Problem. Das Problem ist, man darf jetzt echt nicht sterben, weil wenn ich jetzt sterbe... war alles umsonst und wir können alles von vorne machen. Und da habt ihr keinen Bock drauf und da habt ihr auch keinen Bock drauf. Ah! Nein! Oh Gott! Weg, weg, weg! Boah, jetzt dachte ich für einen Moment, ich sterbe. Ah, der ist immer noch hinter mir. Oh Gott, der ist so dicht an mir dran. Bitte geh einfach weg. Wir können doch Freunde sein.
weiß, da gab es schon etliche Gelegenheiten zu, aber du bist halt der Böse, ich bin der Gute. Das kann halt nicht klappen. Boah, wo ist der jetzt? Ich habe immer Angst, dass der mich aus irgendeiner Ecke gleich überrascht. Oh nein, ich bin... Ah, verdammt. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell hier weg. Der ist so dicht an uns dran, der Sack. Oh Gott, hier stößt ja schon alles ein. Mist, überall ist das Harz schon weg. Die Stellen, die wir die ganze Zeit benutzt haben, die gehen die ganze Zeit weg. Ey, der trifft jetzt das Harz. Das war so häufig. Ich bin hier lang gelaufen und hatte das Harz erwischt und dann war es das. Dann war es C'est la vie, Drake. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass Zoran stirbt. Oh Mann, der hält sich da immer fest. So verlieren wir mal Vorsprung. Boah, hier stürzt aber auch echt alles ein. Ah! Alter! Wie nah ist der hinter uns? Ach du Scheiße! Ach du Kacke! Oh nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh, ich bin gerade so panisch. Ich will einfach nicht, dass sie schon nochmal alles von vorne spielen. Nein. Geh weg. Aber wenigstens ist Hans da wieder gespawnt. Das können wir gleich wieder benutzen. Oh, ich bin gerade so unter Strom. Oh Gott, der ist so nah dran. Wo läuft der denn die ganze Zeit lang? Der läuft nicht mehr, glaube ich, den gleichen Weg. Der ist immer so nah an uns dran. Das kann doch gar nicht sein. Okay, jetzt schnell hier hin. So, und jetzt komm her, mein Freund, und dann kriegst du das Harz nochmal aufs Maul. Das tut richtig gut, mein Freund. Genau so. Oh Gott, graue Leben, nicht gut. So, jetzt sind wir zum Glück wieder geheilt. Weg hier. Ey, wie viel müssen wir denn noch in den Reihen pumpen? Wie oft haben wir jetzt schon auf das Harz geschossen? Keine Ahnung, 10 Mal oder so? Das ist ja immer eine ganze Explosion, das kann doch gar nicht sein. Du unmenschliche Sau. Sag mal, ich... Ich bin heute echt die letzten 2 Folgen auf Krawall gebürstet, ne? So von meinen ganzen Ausdrucksweisen hier. Tut mir ein bisschen leid. Obwohl, ganz ehrlich, wer sagt sowas denn nicht mal, ne? Ist ja völlig normal. Okay. Ich will einfach wieder die andere Harzstelle benutzen. Weil die ist safe. Die funktioniert immer. Ich will es jetzt einfach hinter mich bringen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der braucht nur noch eine Portion. Und ich hoffe, das ist auch so. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Kann auch sein, dass ich mich irre. Ah, das hält dann immer auf. Komm her, mein Freund. Komm her! Verdammt, das hat immer noch nicht gereicht. Meine Güte, wie viel hält er denn aus? Ja, unsere Pistole ist gleich schon leer und ich glaube, die war voll. Oder irgendwie 30 Schuss oder so hatte die. Boah, okay, so langsam bin ich nicht mehr auf Adrenalin. Alles okay. Ist alles safe, alles funktioniert. Naja, sage ich jetzt noch. Wer weiß, ob der nicht gleich wieder aus irgendeiner Ecke auskommt. Okay, eine Runde müssen wir noch laufen. Ich bin gerade so... Oh doch, so langsam bin ich wieder angespannt, weil ich einfach weiß, es ist gleich vorbei. Aber wenn der Typ mich nur... Der braucht mich nur einmal erwischen, dann ist für mich alles vorbei wieder hier. Oh, der ist ja nah an. Nein! 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 Oh nein! Nein! Nein, nein, nein! Ey, wir waren so kurz vorm Ende. Ich fass das jetzt nicht. Nein! Oh Mann, ärgere ich mich gerade. Nein! Oh, jetzt bin ich echt ein bisschen webriger. Oh, ist das ein Weg. Nee. Spielspaß im Arsch, wirklich. Nein. Ah, so ein Dreck. So ein Dreck, wirklich. Oh, guck mal. Versuch den jetzt einfach öfter zu triggern. Vielleicht funktioniert das ja. So, dann sind wir nämlich viel schneller. Ich glaube, der braucht immer 4 Portionen. Ey, das tut mir leid. Wir sind so kurz vorm Ende. Aber egal, wir machen das jetzt hier. Ich versuche den jetzt mal öfter abzuschießen. Das müsste eigentlich funktionieren. Normalerweise. Der ist irgendwo da hinten. Ja, wo bist du denn? Dann zeig dich doch mal. Du bist ja immer weg. Von wegen weg. Boah, ist der nah dran. Oh, Mann. Na, wo bist du jetzt? Und wo kommst du? So, eine Harzportion noch und dann müsste die erste Cutscene kommen. Was? Okay, das war Nummer 4. Ich zähle jetzt mal mit, wie viele der aushält. Das war Nummer 4. Mehr, mehr. Okay, das war Nummer 5.
Ja, das denke ich schon, mein Freund. Wir haben es ja eben schon fast geschafft. Und dann wirft er da seine Granaten. Aber ich hätte ja auch nicht zurückgekonnt. Hätte er uns halt so erwischt. Entweder ich wäre in die Granaten reingelaufen oder in seine Schrotflinte. Eins von beiden. Hätte keinen Unterschied gemacht. Wofür liegen hier eigentlich Granaten? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Der hält doch eh zu viel aus. Ach so, ja, ich muss mitzählen. Das war Nummer 6. Das interessiert mich einfach gerade, wie viel der Typ aushält. Oh Gott. Ich mache heute Geräusche, ne? Das mache ich immer, wenn ich gerade so im Denken bin. Auf einmal gucke ich hinter mir und dann steht der Typ da einfach schon. So, Nummer 7. Ich konzentriere mich jetzt. Ich bin ein bisschen ruhiger, dann konzentriere ich mich auch. Ah, verdammt. Come on, you big ugly bitch. Power? Ah, jetzt hat er das weggeschossen. Also, 7 Portionen. 7 Portionen. Jetzt kommt Nummer 8. Ja, ich bin jetzt ruhiger, ne? Ich will mich einmal konzentrieren, damit ihr das auch hier... Damit wir das hinter uns gebracht haben, hier den Fight. Stand your ground and fight. Nummer 9. Oh Mist. Sehr dicht an uns dran. Nummer 10, zweite Cutscene. You will not stand in the way of destiny. Okay, wir haben jetzt schon mal ganz gut angehört. Jetzt fängt es wieder an zu vibrieren hier überall. Alles fängt schon an zu wackeln. Also 10 Mal haben wir schon geschossen und es ist die zweite Cutscene. Das heißt, okay, der hält immer 5 aus. Ich dachte, der hält immer 4 aus. Irgendwie hatte ich das so im Kopf, aber war wohl falsch. Nein, jetzt ist der Baum weg. Ach nee, wir haben ja da noch eine Stelle. Ach nee, das war ja auch immer die Stelle, die wir benutzt haben. Ah, was macht der da? Ey, da läuft der einfach einen anderen Weg, der Sack. Kann ich den ja nicht triggern. Wow, weg. Nein, hoch da jetzt. Oh, ich habe Angst, dass wir gleich schon wieder durch die Granaten sterben. Und das sieht auch so aus, als würden wir gleich sterben. Nein, ich will das jetzt hinter mich bringen. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Mann, wirklich. Ist jetzt auch egal. Ich sehe gerade, die halbe Stunde ist gleich rum. Egal, ich werde jetzt so lange zocken, bis wir das schaffen. Und wenn es 40 Minuten dauert, ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt ruhig und konzentriere mich. So lange, bis wir den einmal wieder getriggert haben, weil jetzt kommen die Granaten, da muss ich jetzt einmal wieder für mich denken. Also bis gleich. Okay, das war jetzt schon Shot Nummer 3. Mein Gott, ich muss ja noch ein bisschen reden. Geht ja nicht. Ist ja ein Let's Play. Aber es ist gerade echt anstrengend, weil ich habe einfach keinen Bock, das jetzt nochmal zu machen. Ey, überlegt mal, wäre die Folge sogar viel früher zu Ende gewesen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Da habt ihr mehr Material. Ist doch schön. Gut, Sterbematerial. Ja, das hat funktioniert. Perfekt.
Cutscene Nummer 3. Jetzt rastet er richtig aus. Und er ist nah an uns dran. Das ist das einzige Problem. Wir sind jetzt aber in der letzten Cutscene, glaube ich. Wir müssen nur noch einmal triggern und dann müsste es funktionieren. Aber der ist so nah dran. Ich habe einfach Angst, dass er uns gleich wieder tötet, ey. Jetzt konzentriere ich mich nochmal. Jetzt bin ich wieder ein bisschen stiller, aber jetzt konzentriere ich mich nochmal. Ich möchte jetzt einfach nicht, dass wir das Ganze nochmal sehen müssen. Ihr wollt es bestimmt auch nicht. Also, jetzt bin ich nochmal ruhig. Anspannend gerade hier, meine Güte. Ich will das jetzt hinter mich bringen. Aber der braucht, glaube ich, noch 4 Ladungen oder so. Oh, hier sind wir gestorben letztes Mal. Boah, der braucht irgendwie noch 4 Ladungen oder so, ey, wenn ich mitgezählt habe. Das ist, oh, das ist einfach zu viel. Ich hab nicht mehr Geduld jetzt gerade. Komm her, komm her. Nächster. Ich habe jetzt gerade echt nicht drauf geachtet, ob wir den gesehen haben, aber ich glaube schon, weil der wer geschrien hat. Okay, das war die zweite Ladung. Ja, incoming. Halt deine Klappe. Diesmal nicht, mein Freund. Dieses Mal nicht. Pass mal auf, und genau jetzt sterbe ich wieder. Es ist doch wirklich häufig so, oder? Tiest man irgendwas krass an und dann stirbt. Genau deswegen bin ich so ein Typ, der nicht so gerne Sachen krass antießt, weil man einfach immer nie weiß, ob man steht. Genauso wie ich immer diesen Spruch so liebe, ey, große Klappe, immer, also weißt du, dieser große Klappe und dann passiert es nämlich doch nicht. Ich kündige, also ich bin dann immer eher so ein Typ, ich spiele und wenn ich es dann geschafft habe, dann kann ich auch großer Macker machen. Oh, das war ein bisschen zu früh, glaube ich, aber ich habe ihn noch erwischt. Boah, du musst doch mal endlich sterben. Stirb endlich. Stirb. Ich glaube, wir haben schon eine 40-Minuten-Folge, oder? Ich habe jetzt gerade von der Zeit her nicht aufgepasst. Stirb endlich, du Penner. Stirb. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst doch jetzt mal echt den Geist aufgeben. Ja, da habe ich echt mittlerweile auch das Gefühl, dass ich schon wieder sterbe hier. Nein, diesmal nicht, Alter. Diesmal nicht. Komm doch her, du Sack. Kannst doch eh nix. Oh Gott. Boah, ich bin gerade echt. Mein Gott, so langsam werde ich müde, ey. Nicht aus Langeweile, sondern einfach, weil man die ganze Zeit angespannt ist, ey. Boah, ist ja nah dran. Ah, ist ja nah dran. Ey, ich geb dir gleich. Stell dich wie ein Mann, ey. Du bist doch hier die Feige. Feige, nein. Ja. Jawohl. Jetzt genießt es, was jetzt gleich kommt. You think I am a monster, but you're no different from me, Drake. How many men have you killed? How many just today? That's it, boy. No compassion, no mercy. Do it! No. You don't have the will. Maybe not. But they do. No! Ja, so, das war's mit dir. Und jetzt stürzt hier allerdings alles ein. Ja, und jetzt kommt diese Brückenszene, die ist der Wahnsinn. Es stürzt hier nämlich alles ein. Verdammt nochmal. Und Zoran ist endlich tot. Oh Mann, jetzt stürzt hier aber auch echt alles ein. Oh Gott. Oh mein Gott, die ganze Brücke bricht ein. Hoffentlich schaffen wir das noch. Oh Gott, nein.
Ja. Adios, Nate. Okay, da bin ich falsch gesprungen. Verdammt. Boah. Das ist aber auch gerade nicht einfach. Man weiß einfach nicht, wann man abspringen soll und wann nicht. Oh Gott. Boah, hier bricht aber auch alles ein. Hier ist ja gar kein Stück mehr, was funktioniert. Boah. Oh Gott, hoch, hoch, weg. Oh nein, Kamera wechseln. Oh Gott. Guckt euch das mal an, ey. Die ganze scheiß Stadt stürzt ein. Verdammt. Oh Gott, wir sind Tote. Wieso sind hier Tote? Wow. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh Gott, bitte halte noch. Wir haben es fast geschafft, wir haben es fast geschafft. Komm schon. Nein! Lass Chloe in Ruhe! Nein! Nein! Lass sie los! Lass sie los! Verdammt, hab ich nicht... Ey, sonst hab ich's immer geschafft, direkt beim ersten Versuch. Komm schon! Nein! Du blöder Sack, jetzt lass Chloe los! Verdammt nochmal! Voll! Just hold on. Come on, stay with us. You're gonna be okay, all right? You're gonna be fine. You're gonna be just fine. Elena, don't do this. Elena! Trekla, Sheffer, Kerala, Gabuchigre. Tujiche. So, it's been a long, strange trip, hasn't it? Yes, it has. You know, you should play the hero more often. It suits you. Nah. Tell me something, Nate. What? Do you love her? Chloe, I'm sorry. No, it's fine. Really, it's all right. Just do yourself a favor, cowboy. Tell her. Chloe. No. My turn to walk away. But admit it. You're gonna miss this ass. Well, look who's not supposed to be out of bed. Yeah. He's a lousy patient. Stubborn as all hell. I'm not stubborn, I'm just restless. So, no giant sapphire. Once again, no. And you're sure of that? Yes. Just a metaphor, I'm afraid. Metaphor ain't gonna pay your bills, kid. Well, something else will come along. Just gotta have faith. Yeah. That and a quarter will get you 25 cents. which way'd Chloe go? See you later. Oh, no. You're a dirty old man, Sullivan. Uh-huh. You did good, Nate.
I think he'd approve. Yeah? So where do we go from here, huh? I don't know. I haven't thought that far ahead. Of course not. But then again, neither have I. Good. So, on a scale of 1 to 10, how scared were you that I was gonna die? 4. 4? Yeah, why? A 4. Yeah. You were at least an 8. An 8? You were a total 8. An 8? Those guardian things were an 8. Are you kidding me? Yeah, those were terrifying. What's a 10? Clowns. Clowns over my death? I hate clowns. I hate clowns. Oh my word. You thought I was dead. No. No, you thought I was gone. No, yes, no. You did. No, I saw had you, you all shed along. Tears. You shed a bunch of them. Tears? Mm-hmm. It was raining. No, it was not. You were unconscious and it was raining. It was totally sunny out and you were bawling. It wasn't sunny. You were unconscious. Whatever. I kept your tears in a jar. I have proof. I'll give you 5. How's that? Ja, das war Uncharted 2 Among Thieves. Mann, war es eine lange Reise. Ja, besser gesagt, eine wirklich sehr lange Reise mit 2-wöchiger Pause. Tut mir echt leid. Das finde ich wirklich blöd. Ich kann mir das selber vorstellen, wie blöd das sein muss. Mitten in der Story weg. Ja, das wird nicht mehr passieren, wenn die Alpha Media jetzt auch hält. Ich hoffe es. Weil wenn nicht, habe ich keine Ahnung, wie ich dann noch Let's Plays machen soll. Aber ich denke. So. Und ja, Uncharted 2, ey, es ist vorbei und ich bin einfach der Meinung, mich würde es mal interessieren, schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet, denn ich bin der Meinung, es ist wirklich das beste Spiel, was man einfach kaufen kann bisher. Und es gibt nur ein Spiel, was das toppen kann vielleicht, und das wird vielleicht Uncharted 4 sein bald, ja, eventuell. Mal sehen, aber Uncharted 2 ist für mich, war auf der PS3 schon das beste Spiel und es ist jetzt auf der PS4 immer noch, es ist der Wahnsinn, wirklich, es war auch eine ganze Weile länger als der erste Teil, weiß man ja auch. Und ja, das war wirklich eine tolle Reise. Da waren auch, und jetzt wisst ihr mal, was ich meinte. Uncharted ist einfach bekannt für diese coole Action. Denn in Uncharted 1 gab es ja noch gar nicht so viele Action-Szenen. Und hier haben wir gegen Panzer gekämpft, sind auf fahrenden Trucks rumgesprungen. Wir haben 2 Helis runtergeholt. Wir haben einen ganzen Zug entgleisen lassen. Und wir haben eine ganze Stadt hochgejagt und gegen Wächterviecher gekämpft, Zoran besiegt, gegen etliche russische Schergen gekämpft und was weiß ich, was wir noch alles gemacht haben. Es ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Wir waren in Tibet, wir waren im Dschungel, wir waren in Borneo, in der Türkei, wir waren überall. Ja, und so wird es natürlich auch weitergehen in Uncharted 3, der bislang letzte Teil. Und der war auch der Wahnsinn. Grafisch auch nochmal eine kleine Ecke besser. Und der Wahnsinn in Inszenierung. Da werden wir auch noch so viel sehen. Wir werden die Wüste sehen von... wir werden in der Rub al-Khali sein. In Frankreich, in Syrien. Wir werden überall sein. Das ist der Wahnsinn. Natürlich auch wieder mit allen alten Bekannten. Die sind natürlich auch wieder dabei. Und Uncharted 3 ist auch der Wahnsinn. Also da bin ich auch gespannt. Das wird natürlich in dem Stil weitergehen. Da sind auch manche Action-Szenen, die wird man niemals vergessen. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was ihr davon haltet. Allerdings wird es nicht direkt mit Uncharted 3 weitergehen. Denn, ich habe mir gedacht, es soll ja auch mal ein bisschen Abwechslung auf den Channel kommen. Das nächste Game, was wir zocken werden, wird ein kleines Indie-Game sein. Und ich denke, die meisten von euch kennen es. Es ist ein Exklusivtitel und es kam auch schon auf der PS3 raus. Ich habe es aber für die PS4. Und das ist Journey. Ja, ein kleines Indie-Game. Das werden wahrscheinlich nur so 6-7 Folgen sein. Da das Game ja in 3 Stunden meistens abgehandelt ist, auch das habe ich schon gespielt, aber das ist jetzt schon, ja, fast, würde ich sagen, über ein halbes Jahr her und ich habe es auch erst einmal gespielt, deswegen habe ich bestimmt schon einiges vergessen. Und ja, es war wirklich, das war ein sehr schönes Spiel und das Let's Play wird allerdings ein bisschen anders dann sein, denn das ist ein sehr ruhiges Spiel, es wird nicht ein Wort in diesem Spiel gesprochen. Dieses Musik setzt nämlich sehr auf Atmosphäre und auf Musik. Gerade die Musik ist der Wahnsinn. Und deswegen
Ja, würde ich sagen, da bin ich dann mal etwas ruhiger und rede mal über ganz andere Themen, nicht nur über das Spiel an sich. Und das wird, glaube ich, auch ganz lustig. Und danach machen wir natürlich dann weiter mit Uncharted 3. Und dann hoffe ich, dass es ja bald nicht mehr ganz so lange ist, bis zum vierten Teil. Ich bin so gespannt. Weil ich bin wirklich so ein riesen Fan von Uncharted. Da gibt es für mich einfach nichts, was drüber kommt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ja, und Uncharted 2 ist, wie gesagt, ein super Spiel. Und auch nochmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr fleißig mitgeschaut habt, dass ihr mir Kommentare geschrieben habt und die Videos positiv bewertet habt. Und dass ihr trotzdem keine Hater-Kommentare geschrieben habt. Das ist der größte Dank an euch, als die zweiwöchige Pause war. Denn da konnte ich leider nichts machen. Und ja, jetzt ist es halt vorbei. Aber ich habe mir jetzt gedacht, hey, kein Problem. Geht ja und ja, eine sehr lange Folge wird das dieses Mal. Gut, die Credits müsst ihr euch ja nicht unbedingt angucken, die werde ich aber natürlich auch durchlaufen lassen. Eine super Musik, auch super Schauspieler. Ja, und dann, wie gesagt, wird es mit Johnny weitergehen. Lasst euch mal überraschen, was das ist. Und ja, dann freut euch erstmal auf die Folgen, die jetzt halt rausgekommen sind, auf diese Folge hier. Und es wird noch so viel kommen, ich verspreche es euch. Da wird noch einiges kommen, wirklich. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ein super Spiel und wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Mittag, wann auch immer ihr gerade dieses Video schaut. Das weiß man ja nie. Und ja, bleibt weiterhin sozial und einen schönen Abend noch. Bis dahin, ciao.